Hallo, mein Name ist Luca und ich habe bereits vor anderthalb Wochen ein Video hochgeladen, in dem ich euch die lustigsten Schülertestantworten vorgestellt habe. Schreiben Sie weiter. Der Schüler schreibt halt weiter. Ja, da war ganz schön dumme Scheiße dabei. Das Video ist auf jeden Fall mega gut bei euch angekommen und deswegen haben wir uns gedacht, hey, klatschen wir erstmal ein bisschen. Jule hat wieder das Internet durchkämmt nach bescheuerten Antworten von Schülern in Klassenarbeiten, Tests etc. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Antwort. Extemporale aus der katholischen Religionslehre. Ich wüsste jetzt schon nicht, was gemeint ist. Die erste Frage in diesem Test lautet, nenne mindestens drei Beispiele für andere Religionen außer dem Christentum. Ein normaler, gut aufpassender Schüler aus dem Religionsunterricht wird jetzt was antworten wie Hinduismus oder Buddhismus oder Judentum. Diese Person hat allerdings geschrieben, erstens die dunkle Seite der Macht, zweitens Essen und drittens Sex. Hey, zu welcher Religion gehörst du? Ach, Essen. Und du? Ja, Sex. Bei diesem Test gab es allerdings noch eine zweite Frage, und zwar, welchen Sinn hat die Eucharistiefeier im katholischen Gottesdienst? Das kann nur Gott beantworten. Also, ich meine ganz ehrlich, da hat er wieder ein bisschen recht, weil ich meine, den eigentlichen Sinn kennt ja nur die Person, die mehr oder weniger, ich weiß, also Gott hat ja eigentlich gar nicht die Kirche erfunden, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich guck mir gerade das nächste an. Die Aufgabe ist, erweitere 4 Drittel plus 2 Fünftel. Eigentlich würde man das jetzt auseinanderrechnen und die Brüche ja einfach erweitern, jeder kennt das, glaube ich. Allerdings hat sich dieser Schüler gedacht, hey, ich erweitere das Ganze mal. Da haben wir hier den Abstand, dann haben wir schon einen 2 cm Abstand und dann haben wir auch noch einen 3 cm Abstand. Aber wirklich jetzt mal komplett im Ernst, ich hätte dafür Punkte vergeben als Lehrer. Das ist richtig. Kommen wir allerdings nun hier zu einer Aufgabe aus dem Englischunterricht. Die erste Frage wird richtig beantwortet. How many days are in a week? Das sind 7. How many months are in a year? Also wie viele Monate hat ein Jahr? Da hat auch 12 angegeben. Und die nächste Frage, ist die Nummer 68 gerade oder ungerade? Da hat er auch even angegeben, also gerade. Er hat bisher wirklich alles richtig beantwortet. Doch dann die letzte Frage ist, how do you know? Also woher weißt du das? Und er hat einfach geantwortet, because I'm smart. Ja, weil ich schlau bin. Ist halt auch wieder eigentlich nicht falsch. Die nächste Schüleraufgabe ist wieder so richtig bescheuert. Ich frage mich einfach, warum Lehrer Schülern so etwas stellen. Ich meine, das ist einfach nur unnötig, sowas abzufragen. Der Kurs in dem Fall ist, Tony practices the piano 20 minutes every day. Und dann soll der Schüler halt den Effekt beschreiben. Also da wird man einfach nur hinschreiben, ja, Tony wird besser im Klavier spielen. So. Also, allein diese Frage zu stellen, ist einfach dumm. Der Schüler hat hier allerdings geschrieben, he is a big nerd. Dann war ich früher auch ein großer Nerd. Die nächste Aufgabe wurde wieder so richtig süß beantwortet, sage ich mal, von einem naiven Schüler. Und zwar ist die Aufgabe, the diagram below best illustrates, und dann halt 4 Auswahlmöglichkeiten, welche Evolutionstheorie, sage ich mal, dargestellt wird. Ich glaube, jeder, der in der Schule irgendwie ansatzweise aufgepasst hat, weiß, dass das die Evolutionstheorie von Darwin ist. Also, dass nur die Größten überleben, also die Stärksten. Und da die Giraffen in diesem Beispiel hier mit den langen Hälsen am besten an die Blätter rankommen, haben natürlich nur die überlebt. Der Schüler hat allerdings geantwortet, Giraffen sind herzlose Kreaturen. Womit er recht hat. Ich meine, die hätten dem ja auch was abgeben können. Diese Aufgabe hier können wir eigentlich relativ schnell abhandeln. Und zwar wurden dort Extrapunkte vergeben, wenn man die Frage, what is the strongest force on earth? Wenn man diese Frage richtig beantwortet. Der Schüler hat Love geschrieben. Also die Liebe ist das Stärkste auf der Welt. Aber no shit. Ich weiß nicht, was die richtige Antwort gewesen wäre. Gravitation? Also wirklich, überhaupt keine Ahnung. Aber ich bin auch dumm. Die nächste Aufgabe ist wieder so komplett sinnlos. Also die Aufgabe lautet erstmal, draw a picture of what you will look like in 100 years. In 100 years I will be bla bla bla, also 100 years old. Und dann soll man sich wahrscheinlich dahin malen mit Bart und ausgefallenen Haaren und Krückstock und keine Ahnung was. Doch die Person, die diese Aufgabe schreibt, einfach Warren, R.I.P. Und es ist einfach nur richtig. Wenn die Aufgabe 10 Punkte gegeben hätte, ich hätte dir 40 gegeben. Das ist einfach nur richtig. In 100 Jahren ist man tot. Was ist ein Porträt? Ja,
ist nicht irgendwie eine Nahaufnahme vom Gesicht. Nö, das ist ein französisches Gebäck. Komplett korrekt. Wenn mein Kind diese Schülerantwort gegeben hätte, die ich euch jetzt hier gleich aufdecken werde, dann hätte ich denen gesagt, komm, brich Schule ab, werd Comedian. Die Aufgabe ist, wenn Anne durch ihr Mikroskop schaut, kann sie trotz fluoresziridiremdem, ich weiß nicht mal, was das ist, Farbstoff auf der Zellmembran nichts erkennen. Woran könnte das liegen? Also warum erkennt sie nichts, trotz dieses fluoreszierenden? Sie ist blind. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Antwort aus der letzten Folge. Du hast 10 Kekse. Jemand fragt dich nach 2 Keksen. Wie viele Kekse hast du noch? 10. Machen wir allerdings nun auch direkt weiter mit der nächsten Schülerantwort. Und zwar wurde das hier gezeigt in einer Klassenarbeit. Einfach 2 Mäuse. Und darunter sollte man hinschreiben, ja, was das ist. Also die Mäuse. Der Schüler hat geschrieben, die Möse. Ja, es ist, ja, ist komplett richtig. Bei dieser Antwort habe ich mir wirklich wieder gedacht, hey, da würde ich trotzdem Punkte für vergeben. Da ist die Frage, welche Bewegung führt der Radfahrer aus? Und er schreibt vorwärts, was ja richtig ist. Doch dann soll man das begründen. Und er fährt nicht rückwärts. Es ist richtig. Er fährt nicht rückwärts. Also ich würde zumindest Teilpunkte vergeben. Das gleiche auch wieder bei dieser Aufgabe hier. Er kreuzt das richtig an, allerdings die Begründung ist halt so. Ist jetzt, also wenn man es ganz dumm betrachtet, ist es halt auch wieder richtig, ne? Es ist halt so. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was der Lehrer sich dabei gedacht hat. Wie wird Milch hergestellt? Da muss man die Kuh fragen. Ich fühle mich so dumm, wenn ich das die ganze Zeit sage, aber es ist richtig. Natürlich können wir aufgrund von biologischen Erkenntnissen und keine Ahnung was herausfinden und begründen, warum die Kuh Milch herstellen kann. Allerdings, wie sie das macht, das weiß wirklich nur die Kuh. Also, keine Ahnung, ne? Diese Schülertestantwort ist wieder so richtig bescheuert. Also, die erste Frage ist, wie weit ist die Erde von der Sonne entfernt? Und er schreibt einfach doppelt so weit. Ja, wie doppelt so weit? Also da hat er zu Recht 0 Punkte für bekommen. Und die zweite Frage ist, warum hat der Planet Saturn einen Ring? Die Antwort ist, Gott liebte den Saturn und hat ihm einen Ring gegeben. Hat er auch 0 Punkte für bekommen? Bei der nächsten Aufgabe wird gefragt, deine Mutter kauft dir eine Jacke für 70 Euro und eine Hose für 90 Euro. Was ergibt das? Streit mit meinem Vater. Ist richtig. Allerdings ist das ja nicht die einzige Frage in dieser Klassenarbeit oder in diesem Test, sondern es wird ja noch gefragt, Robert hat 50 Kekse, er isst 35 davon auf. Was hat er dann? Einen Besuch im Krankenhaus. Hätte ich wieder Humorpunkte verteilt. Das ist ein Hashtag. Falls ihr es nicht wusstet. Übrigens, mal ganz kurz hier zwischendurch, ne, so ein bisschen Musiklehre hier mit Luca. Hier soll jemand im Fach Deutsch eine Kurzgeschichte verfassen mit den Themen Religion, Sexualität und Geheimnis. Und die Kurzgeschichte ist, oh Gott, ich bin schwanger, wenn ich nur wüsste von wem. Hätte ich direkt gesagt, komm, 1+. Mega gut. Alle 3 Sachen untergebracht. Also wirklich, was sich manche Schüler denken, das ist wirklich Wahnsinn. Das hier ist wieder so eine standardlustige Schülerantwort, finde ich. Also, wo liegt C und er schreibt da. So, das ist genau das mit finde X und dann umkreisen die Leute X und schreiben, hey, da ist es. Wie nennt man die Kraft der Beschleunigung? Porsche. Ah. Kinder. Erkläre den Begriff Vakuum. Leer. Es ist einfach wieder richtig. Hier sollte ein Schüler ankreuzen, was für ihn Heimat ist. Und er hat halt verschiedene Sachen angekreuzt, wie beispielsweise der Ort, an dem ich geboren bin oder dort, wo meine Familie und Freunde leben. Aber bei der eigenen Antwort hat er angegeben, dort, wo ich WLAN habe. Was auch, wo ich mir, also da denke ich mir halt, wie kann man überhaupt bei so einer Frage Punkte vergeben? Weil für jeden bedeutet Heimat ja eigentlich was anderes. Um jetzt allerdings hier so ein rundes Ende für diese Schülertest-Antworten-Lustig-Folge, wie auch immer das heißt, um das zu so einer runden Folge zu machen, ist die nächste Aufgabe wieder die Darwins-Theorie, also die Evolutionstheorie mit den Fischen hier, sollte man das erklären. Und er schreibt, der Kleinste verliert, Fische sind grausam,
Wir erinnern uns an die Giraffen, die ja auch herzlose Tiere sind. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr euch entscheiden müsstet, Fisch oder Giraffe, was wärt ihr gern? An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Wenn euch meine Reaktion auf einige der dümmsten, lustigsten Schülerantworten gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, da soll ich davon einen dritten Teil noch hochladen. Also es gibt unfassbar viele lustige Schülerantworten überall im Netz verteilt und mir macht es mega Spaß, darauf zu reagieren, weil ich sowas mega lustig finde. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, lasst ein Like da, wenn ich es nochmal machen soll. Und sonst würde ich das Video an der Stelle jetzt auch beenden.